Ja, liebe Leute, hier ist euer Steinwall. Da hatte ich beim letzten Mal schon meinen persönlichen Abgesang hier gehalten. Zumindest meine Verabschiedung. Und dann überrascht mich das Spiel tatsächlich nochmal mit einem Epilog. Aber so ist das, wenn man blind spielt. Da weiß man eben nicht, was noch kommt. So, wir sollen jetzt hier hoch und an der Besprechung teilnehmen. Ich gehe mal davon aus... Gott schütze dich, Heinrich. Ach ne, unten ist das. Wir sind oben. Ich gehe mal davon aus, das wird hier im Besprechungsraum sein. Wollen wir mal sehen. Ne, oder? Wo ist das? Ist das oben? Ah, auf der anderen Burg. Ja, da ist das. Alles klar. Wow, da können wir nochmal einen Abschiedsritt durch Rattay unternehmen. Vielleicht noch ein paar Leute umreiten oder so. In alten Erinnerungen schwelgen. Verdammt! Ja, schaut mal. Da wird schon geflucht. So, den Wasserträgern zuschauen, zu denen wir nun sogar per Geburt definitiv nicht mehr gehören werden. Wie erfreulich. Alle Wünsche von Heinrich sind erstmal in Erfüllung gegangen. Zumindest die, die ich ihm mit so auf den Weg gegeben habe. Ja. Die meinen Heinrich hier geprägt haben. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was der Markgraf zu vermelden hatte. Und Hans, was mit dem ist, der sollte doch eigentlich wieder zurück sein, oder? Aha, jetzt erfahren wir mehr. Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Der Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Derognaden. Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein. Nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt? Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt?
Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen. Aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch, er ging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde.
Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Es wäre wohl das Beste, in deinem Namen zu schreiben. Okay. Als Herr von Leipa. Gut, Leute. Das war ja nochmal richtig viel Politik hier am Ende. Das hat mir sehr gut gefallen. Nicht was, sondern eher wie ist die Frage. Wir lauschen hier mal ein bisschen. Wir müssen erfahren, wie sie zur Befreiung des Königs und Sigismunds Sturz stehen. Also ob sie Ärger machen oder uns beistehen würden, aber... Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Capon nicht aus der Burg gepeitscht wird. Richtig. Wie wäre es damit? Du bist ob der gegenwärtigen Situation besorgt und willst das Land befrieden, aber möchtest vorher die Meinung der Herrenvereinigung anhören. Gut gesagt, mein Herr. Und was sie zu unternehmen gedenken, um den König zu befreien? Ob sie denken, dass die Befreiung von König Wenzel IV. Zur Auflösung des Disputs beitragen könne? Und wie sie gegen die Unruhen im Land vorgehen möchten? Welche Schritte sie erwägen, um die Plünderungen Böhmens durch landfremde Heere zu beenden? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich würde gerne noch etwas vorschlagen. Wie Sie zu meiner, das heißt, zur Initiative von Markgraf Jobst von Mähren und einem Großteil des böhmischen Adels stehen. Ob Sie gedenken, gegen Sie vorzugehen oder Sie zu unterstützen. Du liest meine Gedanken, Herr. Okay, wir haben sogar noch was über Johann von Jenstein gelernt. Johann von Jenstein war Bischof von Meißen, ab 1376 Kanzler König Wenzels IV. Und ab 1379 Erzbischof von Prag. Nach einer ernstlichen Erkrankung während einer Pestepidemie in Böhmen wandelte er sich vom sorgenfreien Lebemann zum ergebenen Diener der Kirche. Wenzel gefiel dieser Sinneswandel gar nicht. 1394 ließ er ihn in Burg Karlstein einkerkern und erhob ihn seines Amtes als Kanzler, woraufhin weitere Konflikte zwischen Kirche und König folgten. Im Jahr 1396 lenkte Johann von Jenstein schließlich ein und gab seine Ämter freiwillig auf. Zu seinen zahlreichen Schriften gehören Predigten, Kommentare, Traktate, Essays und Gedichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum uns das jetzt hier eingeblendet wird, aber hier sehe ich gerade Jobst von Mähren, den schauen wir uns auch nochmal an. Jobst von Mähren war ab 1375 Markgraf von Mähren, ab 1388 Kurfürst von Brandenburg und von 1410 bis 11 für insgesamt 15 Wochen bis zu seinem Tode römisch-deutscher König. Er war der Sohn Johann Heinrichs von Luxemburg und ein Neffe Kaiser Karls IV. Seine Macht in Europa erlangte er mithilfe militärischer und politischer Intrigen. Sie richteten sich vor allem gegen Mitglieder seines eigenen Geschlechts, insbesondere gegen Wenzel IV., gegen den er mit anderen mährischen Adligen in den sogenannten Markgrafenkriegen aufbegehrte. Zunächst unterstützte er Sigismund von Luxemburg bei dessen Bemühungen, die böhmische Krone an sich zu reißen, doch im Jahre 1403 sagte er sich von ihm los und stellte sich auf die Seite Albrechts IV., Herzog von Österreich, mit dem er eine Rebellion gegen Sigismund anzettelte. Seine einstige Unterstützung Sigismunds war vermutlich ohnehin egoistischer Natur gewesen, denn sie hatte ihm einen gewissen Einfluss in höheren Kreisen gesichert und das zu einer Zeit, da alles danach ausgesehen hatte, als würde Wenzel abgesetzt und Sigismund oder sogar Jobst selbst dessen Platz einnehmen. Sein Engagement gegen Wenzel hatte ihm und anderen Adligen viele Privilegien eingebracht. Als sich 1402 die Situation jedoch änderte, wandte sich Jobst gegen Sigismund und hatte sogar enormen Anteil an der Befreiung Wenzels aus der Kerkerhaft. Wir wissen nicht, ob ihn eigennützige oder ehrenhafte Motive trieben, doch er blieb danach bis zu seinem Lebensende Wenzel gegenüber loyal. Kurz vor seinem Tode war er sogar Sigismunds Rivale bei der Wahl zum römisch-deutschen König. Er gewann die Wahl, aber hatte nicht viel von seinem neuen Titel, denn nach nur 15 Wochen im Amt starb er. Danach wurde Sigismund dann, glaube ich, König und Kaiser. Jobst war nicht nur ein scharfsinniger Politiker, sondern hatte auch einen guten Geschäftssinn. Viele andere Machthaber, unter ihnen sogar Sigismund, standen bei ihm finanziell in der Schuld. Bei vielen galt Jobst und nicht Wenzel oder Sigismund als der wahre, ungekrönte Herrscher Böhmens. Zur Zeit unseres Spiels jedoch steckt er bis über beide Ohren in Schulden. Okay.
Gut. Die haben den Brief geschrieben. Wir sprechen mit Ritzig. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Oh ja, noch einige. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren, und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Das ist übrigens interessant, dass sie jetzt wirklich im Epilog diese ganze Historie nochmal aufdröseln. Das konnten sie natürlich nicht am Anfang machen oder im Laufe der Geschichte passte das dann auch nicht. Das machen sie jetzt und das wirft vielleicht schon ein oder lässt einen Eindruck aufkommen, wie dieser nächste Teil sein wird. Vielleicht wird er ein bisschen politischer sein. Das würde ich auf jeden Fall ganz cool finden, wenn man so diplomatisch und spionagemäßig unterwegs wäre. Aber wir hören uns hier auf jeden Fall nochmal alles an. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Dafür weiß er allerdings gut Bescheid. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat.
ja, die traditionell extrem starken, mächtigen böhmischen Adligen, also die hohen Adligen, die Stände, die da wirklich viel zu sagen hatten. Und das war Thema eigentlich jeder Königsherrschaft in Böhmen. Das waren in der Regel ja auch Könige, die von außen kamen. Und ja, immer Macht abgeben mussten, denen Privilegien geben mussten, um andere Dinge wieder durchzusetzen. Es war ja auch lange Zeit im Wahlkönigtum Böhmen. Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig. Vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinen Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankt es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von 3 weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt 2 römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Okay, und zu guter Letzt? Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Okay. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann sind wir schon zu zweit. Würde ich Jobst nicht kennen, hätte ich ihm ohne weiteres geglaubt. Aber ich habe schon zu viele Geschichten über ihn gehört. Ich ebenso. Aber ich glaube auch, dass er die besten Chancen hat, alles ins Lot zu bringen. Warten wir ab, was wir von Bergo erfahren. Wenn die Herrenvereinigung auf Sigismunds Seite steht, sind unsere Möglichkeiten ohnehin begrenzt. Warten wir ab. Warten wir ab. Genau. Warten wir ab, aber erstmal nehmen wir jetzt den Brief an uns. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchte uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht,
Er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Wir haben sogar noch 85 Groschen erhalten. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Okay, du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herrn Hans Capons Gruppe stößt. Wie zuvorkommt. Und wie kann ich diese Nachricht beenden? Schließen. So. Meine Männer stehen schon im Hof. Johann der Zweite von Liechtenstein, von dem haben wir auch noch erfahren. Ein Mitglied des Rates des mährischen Markgrafen Jobs von Luxemburg, der als einer der wenigen mährischen Herren nicht an Jobs Seite gegen den König kämpfte. Die Liechtensteiner waren eine wohlhabende Familie, die seit dem 13. Jahrhundert Ländereien in der Steiermark und in Niederösterreich besaßen. Ihr Hauptsitz befand sich jedoch in Nikolsburg. Die liechtensteinischen Prinzen hielt es mit den Habsburgern und Luxemburgern. Während des Krieges gegen Sigismund unterstützte Johann II. Von Liechtenstein Wenzel in der Hoffnung, ihn aus seiner Gefangenschaft befreien zu können. Den österreichischen Adligen sagte das überhaupt nicht zu, weswegen sie ihm seine Ländereien an der Donau nahmen und ihn in den Kerker warfen. Nach Wenzels Tod schlossen sich die Liechtensteiner Sigismund an. Okay, ist das schon ein bisschen gespoilert durch die Geschichte selbst? Wir folgen mal Capon in den Hof. Denn ich will tatsächlich diese Geschichte jetzt beenden und nicht noch irgendwelche Nebenquests machen. Das würde für mich jetzt gar nicht passen. Okay. Verdammt. Hier sammeln sich Männer. Hey, pass auf. Stimmt, das ist schon jemand. Ich denke, wir werden mit kleinem Gefolge reiten. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Okay. Wo ist denn eigentlich unser Pferd? Da. Und mal wieder reiten wir Hans Capon hinterher. Am Anfang mussten wir noch neben ihm herlaufen. Könnt ihr euch erinnern? So, ich denke, wir reiten vorne mit. Das ist mehr als standesgemäß. Sind unsere letzten Blicke wie vermutlich. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Auf diese schöne Landschaft. Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Gerade ein ehemaliger Schmied, würde ich sagen. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch.
wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so... nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Ein Wiesel. Schöne Beleidigung. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokul von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Welche ja, beiden haben echt viel zu besprechen. Er schafft es nicht einmal einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Aber dank Ratzig haben wir schon ein bisschen Vorwissen. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Oh ja, ich auch. In der Tat. Das kann ich so unterschreiben. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. So, ausgeplappert, alles besprochen. Dann können wir jetzt 3 Tage schweigend nebeneinander reiten. Ich finde ehrlich gesagt dieses Ende hier ziemlich witzig. Vieles ist konventionell an dem Spiel, was die Handlung betrifft, aber das ist unkonventionell. Dieses schweigende Reiten. Durch die uns bekannten Dörfer. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Das klingt schon fast wehmütig hier in meinen Ohren. Und ich bin hier noch nie vorbeigeritten. Das ist ja auch noch witzig. Ich decke hier noch einen Bildstock. So, Hans, wollen wir mal ein bisschen galoppieren? Der Weg ist lang. Bis zu diesem edlen Herrn. Wir jetzt wirklich bis ans Ende der Karte reiten.
Kann ich hier nochmal auf die Karte gucken? Tatsächlich. Nee, ich will nicht schnell reisen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das jetzt konsequent bis zu Ende durchziehen. Einerseits ist es ganz schön, weil man irgendwie das Spiel nicht verlassen will. Andererseits durch diesen langen, schweigenden, langsamen Ritt ist man vielleicht dann doch ganz froh, wenn man den Kartenrand erreicht hat. Das ist wirklich ganz hübsch gemacht. Ich würde ja lachen, wenn jetzt doch hier noch so ein blöder Bandit hier aus dem Busch tritt. Aber das wird nicht passieren, vermute ich. Da fällt mir auf, ich bin bisher, glaube ich, nie zum Kartenrand geritten. Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, was kommt. Das war ja ganz cool in der... Ich weiß gar nicht, ob es die Alpha oder die Beta war. Da war am Kartenrand waren so Bauzäune. Das fand ich richtig witzig. Und an einer Stelle, glaube ich, so ein Dixie-Klo. Und schaut mal, da hinten ist noch ein Lager. Doch noch ein Banditenlager oder was? Was ist jetzt? Tatsächlich, er guckt sich das an. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Na klar. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna jubat! So, da reiten sie in den Sonnenuntergang, ganz klassisch. Und das war es jetzt wohl wirklich, das Ende von Kingdom Come Deliverance. Ich habe ja schon im letzten Video was gesagt, das will ich nicht noch wiederholen. Wir lassen erstmal die Musik ausklingen. Okay, und ich muss sagen, ich finde es wirklich schön, dass im Epilog jetzt nochmal der neue Bogen aufgemacht wird, also dass es nicht ganz so unbestimmt endet, sondern dass quasi der Beginn der neuen Geschichte hier schon angedeutet wird. Alles andere, mein Fazit kommt in einem gesonderten Video, das habe ich schon angekündigt, und insofern sage ich jetzt ganz kurz und schmerzlos Tschüss, auf Wiedersehen, bis bald, macht's gut, euer Steinwein.